So, ja, und damit hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube auch zu Day of Billions. Und wir spielen heute die Göttin des Schicksals zum dritten Mal. Ich bin sehr gespannt. Wir sind gerade live auf Mixer heute mal zur Abwechslung. Nicht auf Twitch, sondern auf Mixer. Naja. Schauen wir mal. Einmal bin ich verreckt, weil es Dummheit war. Das zweite Mal wurde ich etwas vom Game an sich überrascht. Und ich hoffe mal, dass meine Strategie diesmal besser funktioniert. Ich lasse mich überraschen. So. Ach Gott. Das wird ein Riesenfest. Snipers Motto. Reach out and touch someone. Das finde ich sehr gut. Ein sehr gutes Motto. So. Wo ist Gott? Ja. Eine spannende Frage. So, jetzt passt auf. Great. Taste my arrows. Okay. Just guide me to the infected. Let's go. Okay, wir müssen mal anfangen. Und wir machen es diesmal. Versuche ich es echt cleverer zu machen. So. Ich fange hier an mit den Hütten. So. Schau mal. So. Was? Viele kritisieren auch das System, wollen eine Veränderung, aber keine Ahnung, was Blizzard sich denkt. Ach so, Overwatch-mäßig. Ja, ist schwierig. Ich kann Bot-Nachrichten löschen. Haha. Das ist toll, wenn der Cooper Bot-Nachrichten löschen kann. Das ist so das Letzte, was man möchte im Leben. So. Ich glaube, die denken in letzter Zeit nicht mehr viel. Hauptsachen Hearthstone-Spieler bannen, der China kritisierte. Ich sollte schreiben lernen. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. So. Jetzt mal ganz kurz. Kann ich hier gibt's. Ich kann die hier hinbauen. Okay. Wir könnten hier gibt's 9 Holz obendrauf. Das machen wir so. Ich brauche. Ach ja, stimmt, weil ich kann hier. Kann ich das Sägewerk nicht hinbauen, weil das die blöde Ölquelle da in der Nähe ist. Dann machen wir das so. Und dann bauen wir hier das andere Sägewerk hin. Zack. So, ja, das mache ich. Die schießen momentan viele Böcke. Ja, das ist leider sehr schade. Okay. Also, was ist das, was ich aus dem letzten... Was habe ich aus der letzten Runde gelernt? Prinzipiell habe ich erstmal gelernt, dass das Spiel ganz schön trollig sein kann. Also es kann einen schon sehr trollen. Hier hätte ich gerne Farm dann hingebaut später, aber ich kann hier sonst nichts bauen, nämlich. Hier ist kein wirkliches Bauland. Wir können da oben vielleicht das hinbauen, das ist eh wurscht. So, wir brauchen echt viele Hütten. Ach ja, da oben war der Mutant, ich erinnere mich. So. Attention. Building completed. Building completed. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, wie ich das hier richtig machen möchte. Eigentlich kann ich das hier so hinbauen. Hier kann ich eh nichts bauen. Und das nervt mich hier.
weil ich kann das da oben nicht anders machen. So. Ich mach das so. Attention. Building complete. Okay, dann kriegen wir das da unten schon mal platt ein bisschen. Attention. Dann muss ich bloß gucken, weil die da, glaube ich, jetzt gleich hochlatschen. Richtig? Okay, es geht sogar. Ja, muss ein bisschen aufpassen hier. Weil das kann relativ schnell in die Hose gehen, das Ganze. So. Und hier ausbauen. So. Also, jetzt mal ganz kurz schauen. Energie brauchen wir gleich, aber bevor wir jetzt Energie bauen. Diese Karte hat es nämlich echt in sich. Hier hätte ich gerne Balliste. Das heißt, hier packe ich den Sniper da oben rein. Und ich muss das diesmal echt ein bisschen cleverer machen als das letzte Mal. Das letzte Mal lief echt nicht gut. So, da muss ich auch mal gucken. Jetzt, wie mache ich das hier? Kann man hier... Man hat aber auch keinen Platz hier, ne? Das ist echt ein bisschen tricky, weil du echt wenig Platz hast. So. Attention. Building completed. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Nahrung, die ich nirgendwo hinbauen kann. Bauen wir sie dahin. So. Haben wir schon 20 Stein? Ja, wir haben 20 Stein. Okay, passt auf. Kann ich da oben noch irgendwas hinbauen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann ja auch das hier nicht... Das bringt mir auch nichts, wenn ich gegen Ende hin dann die... Ich baue das wieder so hin. So, machen wir es mal so. Und die schicken wir da hoch. Dann kannst du da oben schon mal ein bisschen agieren. So, wir brauchen Nahrung. Die haben wir gleich. Also, wir müssen zwei Sachen machen. Zum einen, wir müssen die Karte relativ fix leer bekommen. Das heißt, wir müssen relativ schnell eigentlich die ganze Karte machen und müssen uns aber relativ schnell auch ausbreiten, damit wir die ganzen Ressourcen abbauen können, die wir nämlich brauchen. So. Und das ist leichter gesagt als getan letzten Endes. So, machen wir mal eine Sache. Das hat sich das letzte Mal als... Alright. Toll, danke. So, das hat sich das letzte Mal als richtiger Glücksgriff entpuppt. Ist, dass wir hier oben das Gebiet zumachen, dass da keiner reinkommt. Da muss ich irgendwas machen mit dieser blöden Kolonie da unten. Ich muss auf jeden Fall dieses Mal... Ich muss auf jeden Fall schneller auf die Economy gehen dieses Mal. So. Und ich brauche die Schreinerei auf jeden Fall. So. Attention. Building completed. Our soldiers are in trouble.
Nee, die lassen wir mal da unten. What do you want now? So, machen wir das da, da oben mal leer. So, das passt. Are you sure? Right between the eyes. Schreinerei. So, die passt dahin. Das Problem ist, ich will sie da oben nicht mehr haben. Oder? Das letzte Mal... Nee, ist egal, wir bauen sie da oben hin. Ich wollte sie eigentlich nicht da oben haben, weil ich mir dachte, dann kann ich hier die Verteidigung besser ausbauen. Auf der anderen Seite, wenn ich hier schnell genug expandiere, wo es sich leider hier rum machen muss, weil ich kann hier rum nicht mehr expandieren, ich kann nämlich kein Dingens bauen. Der passt hier nirgendwo hin, ich kann den nirgendwo hinsetzen hier. Was heißt, ich muss das von der Seite einmal, du musst hier einmal außen rum bauen dann, dass du da oben weiter expandieren kannst. Das ist relativ doof, ehrlich gesagt. Aber gut. So. So, packt der Sniper das? Ja, das müsste er packen eigentlich. Okay, ist ein Veteran. Das heißt, jetzt packt das auf jeden Fall alles. Und dann brauchen wir Nahrung. What? I hope you're not wasting my time. So. Achso. Zack. Zack. Machen wir das eben so. Dann stellen wir die dahin. Straight to the heart. You are gonna pay me for this, right? So, und die ein bisschen nach unten zumindest. Dass wir ein bisschen was abgefrühstückt kriegen. Achso. Jetzt fehlt uns die Nahrung. Attention. Building completed. What's up? Any infected around? Attention. Building completed. My bow is ready. Okay, so und Nahrung. Ach, das ist cool. Können wir direkt dahin bauen. Sehr schön. You again. Attention. Building completed. So. Ich muss bloß hier aufpassen, weil hier kommen dann die ganzen anderen Krattler durch. So, komm her, Sniper. What do you want now? What? Faster than my bow. Kriegen die, wenn die einen höheren Rang haben? This better be good. Gotcha. What do you want now? So, okay. Dann haben wir jetzt schon mal jeden Eingang. Stehen schon mal welche, das ist schon mal nicht schlecht. Wir brauchen Arbeiter. Die wir auch gleich kriegen. So. Die werden nicht mehr rechtzeitig fertig, aber ist okay. Weil prinzipiell geht es nur bloß darum, dass ich überhaupt mal ein bisschen was kriege gerade hier. So, wir haben Nahrung, wir haben Holz. Das heißt, das ist schon mal kein Problem. Do you need me? Wo kann ich als erstes das hinbauen? Hier. So. Attention. Technology research finished. So, diesmal war es ein bisschen anders. Ich versuche es zumindest anders zu machen. So, hier mit die zwei. Die Frage ist, wenn ich die Wohnhäuser hier erstmal minimalistisch halte und dann hier Farms hinbaue, dann kriegen wir die Nahrung hier unten alles. Das wäre, glaube ich, deutlich besser als alles andere. So.
So, dann kann ich hier nämlich die Mauer lang bauen. Dann ist das hier zumindest schon mal gesichert. Und hier muss ich eine Mauer hin, weil ich muss das von dieser Zombie-Stadt hier alles absichern. Die nämlich echt nervig ist. Und in der Zwischenzeit versuchen, Sniper auszubilden. So. Farm. Wir brauchen Nahrung. Die können wir da oben jetzt hinpflastern. Können wir alles mit Nahrung zupflastern. Alles mit Nahrung zupflastern. Und hier gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Damit wir die Nahrung nicht komplett hier alles abkapseln. So, das heißt, wir machen die Mauer. Fangen wir an, hier so zu bauen. So, machen wir so. So. Gut, machen wir das so. Klack. Ah. Komm, gib mir die Mauer. Sehr schön. Dann ist die andere Zombie-Stadt, aber wir kommen, glaube ich, ganz gut mittlerweile voran. So. Na komm. Kommt da unten was? Nee. Oh oh. They are trying to break through. What's up? Ah, da ist ein Gegner. So. Nahrung. Mist. Kann ich das anders machen hier oben? Kann ich hier irgendwo... Jetzt ist die Sägemühle dann weg, ich flipp aus. Ja, dann muss ich das anders machen. Okay, da kann ich sie eh nicht bauen. Dann machen wir das so hier. Und dann so da. Machen wir es mal so. Und dann so. Kann ich jetzt die Mauer nicht bauen? They are attacking the colony defenses. Was? Manchmal bin ich schon Held. Are you sure? Wo steht denn da einer? So, kommt mal her. I hope you're not wasting my time. Wieso kann ich ausgerechnet hier? Jetzt kann ich es bauen. So. Any infected around? Building completed. So, machen wir so, klack. Yeah. Okay. Attention. Building completed. Haben wir das. Attention. Building completed. So, was? Can you follow me, please? No, sorry. Not now. So, Forschung. Ballistatech. Dann Hütten und Sniper. So, wir haben noch 10 Tage, bis die erste Welle kommt. Wir haben eine Balliste, haben wir. Mit der wir prinzipiell arbeiten können. So, kann man eigentlich irgendwo hier auf Mixer die Streamsprache einstellen? Ich habe keine Ahnung. Okay, also das haben wir relativ gut hier im Griff gerade. Das hier unten ist ein bisschen mein Sorgenkind. Ich hätte gerne das Fleckchen da unten da komplett. Attention. Technology research finished. What? Sniper is ready. So, machen wir das so. Ich hoffe, ich lure das hier jetzt nicht raus alles dann. Das wäre super. Okay, da oben schaut es auch ganz gut aus. Dann brauchen wir Strom. Attention. So.
Sniper is ready. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Sniper. Weil das Problem, was ich in der letzten Dingens hatte, ich habe zu wenig Sniper ausgebildet. Ich kam nicht wirklich voran. Das war das Problem. Weil das hat mir später echt gefehlt. So, was? Zack, Koppel überholt. Es ist schön, dass du meinem Bot ein Timeout gibst. Könntest du das bitte sein lassen? Das ist ja unfassbar, echt. Mein armer Bot, der wird richtig... Kennt ihr das, wenn so die... eure armen Bots... so einfach mal eben so halb vergewaltigt werden dann hier? Ist ja schlimm. So, wir haben 16 Arbeiter. Das heißt, wir upgraden erstmal ein paar Hütten. Aber ich brauche Geld. Das macht mich immer so nervös, wenn ich ganz diese Duck, 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 Duck höre. So. Schau mal. Also, prinzipiell brauchen wir Sniper. Jede Menge Sniper. Und mit den Snipern fahre ich nämlich, ich mache hier dann hier wieder diese Mauer hin, baue dann die Balliste und schicke die Sniper aber runter, dass sie die ganzen Zombies aufhalten. Dann können die nämlich schon mal leveln, ein Stück weit. So. Halt, nein, ihr geht nicht rein. Ihr bleibt da stehen. Euch brauche ich gleich noch. Weil die Stadt muss unfassbar schnell jetzt weg. Die stört da tatsächlich. So, Lagerhalle. Die brauchen wir auch. Und zwar würde ich die gerne so positionieren. Mist. So, ich will das so machen. Weil die Farm hier dann mehr produziert, zum einen. Zum anderen kann ich hier mehr Farms noch bauen, neben Marktplatz und Bank. Ich muss echt so viel wie möglich in dieses kleine Gebietchen hier reinquetschen. Und zwar nicht nur Gebäude. Was haben wir das letzte Mal gesehen? Das bringt relativ wenig. So, Cooper is now hosting you. Yay! Das bringt viel mit deinen null Followern. Aber es ist schön, danke dir. Attention. Technology research finished. Ich freue mich trotzdem. So, Marktplatz. So, Steinmetz. Den Steinmetz will ich da unten irgendwo hinbauen. Für Sniper haben wir 6, nur zu wenig. Mehr Sniper! Wir brauchen mehr Sniper! Ein wesentlicher Nachteil beim Mixer. Keine Clip-Funktion. Doch, es gibt eine Clip-Funktion. Die ist zumindest im Beta-Stadium, ist das. Habe ich im Backend gesehen. Also es gibt... Du kannst Clips irgendwo erstellen. Das sollte eigentlich gehen. Sniper is ready. Attention. Building completed. So. Ich frag mich ja bitte nicht wie. Aber angeblich gibt's die Funktion. Okay, dann haben wir das schon mal alles. Das passt. Dann kann ich mich jetzt um Einwohner kümmern, weil wir brauchen Arbeiter. Test. Sniper is ready. Zack. Ich brauche auf jeden Fall den Steinmetz. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. So. Sniper is ready. Machen wir das so. My rifle.
is ready. Slow, but lethal. Dann geht er auch runter. So, klack. Just give me something to shoot. Machen wir Gruppe 1 da draus. So, wenn die Ballisten jetzt fertig sind, stelle ich die Sniper dann. Yeah. Attention. Bullseye. Building completed. Okay. Attention. Sehr schön. Completed. So, dann müsste das jetzt safe sein. Da dürfte nicht mehr so viel passieren jetzt. Weil die Sniper sollten das alles abfrühstücken können, müssten nämlich alle Veterans werden. Was den kleinen Vorteil hat. Dass wir dann schneller das Cleanup machen können. So. Naja. Sehr schön, so lobe ich mir das. Da kriegen wir noch ganz gut hin. Die kommen nicht mal in die Nähe der Mauern. So wie ich mir das vorstelle. Da oben kommen sie auch nicht durch, das passt. So. Sehr gut. Naja, da brechen sie nicht durch. Dafür fehlen ihnen tatsächlich die... Fehlt ihnen die Manpower dafür. Sniper is ready. Dafür habe ich zum Glück zu viele Sniper da unten. Attention. Building completed. Weil das Problem, was ich hatte, ich war das letzte Mal hier unten relativ safe. Bloß hier oben haben sie mich ja dann dran gekriegt. Und ich hoffe, wenn wir das jetzt mit mehr Snipern auch machen, dass es einfach effektiver stattfindet. So, jetzt müssten ein ganzer Haufen Arbeiter kommen. Das heißt, ich müsste das hier eigentlich bauen können auch. Wenn wir das Gold haben. So. Wo auch immer ich das hinbaue dann. Wie groß ist denn der Steinmetz? Ist halt alles im Weg hier. Ja gut, bringt mir nichts. Ich muss den irgendwo hinbauen. Ich weiß gar nicht, ob man den Steinmetz umziehen kann. Also was passiert, wenn ich den zum Beispiel abreiße, ob ich die ganze Forschung noch habe oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Dann gleich mal voranschreiten. Da dürfte nicht mehr so viel drin sein, wir müssen gleich das Ding jetzt unkaputt machen. Ich brauche das. Erstens brauche ich das Gold. Und zweitens brauche ich Platz. Last night I dreamt of brains exploding. So. Attention. Building completed. Und das sollten wir. Also mit 11 Snipern sollte das relativ easy gehen, alles hier. Zack. The train has arrived at the station. So. Und wir haben die Ballisten auch noch im Hintergrund. Von da ist es gar nicht so schlecht. Units under attack. Yes, tell me. Oh crap. To kill. So. Gut, vielleicht haut's doch nicht. Vielleicht brauchen wir Sniper. Ich bin immer für Vorschläge offen. Die kommen hier aus der City Hall alle raus. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Wie jetzt? Coopers Rang 14. Muha. Der cheatet bestimmt. Der Cooper cheatet bestimmt. Technology Research finished. So. Wir brauchen die Bank. Sniper is ready. Das ist Prio 1. Wir brauchen die Bank und dann brauchen wir alles andere. Ich kann keine Hütten, hab keine Hütten mehr. Okay. Wir müssen auf jeden Fall expandieren jetzt gleich.
Sir.